Du willst wissen, wie Omis Zwetschgendatsche geht? Schau dir das Video an. Ihr benötigt 1,5 Kilo Zwetschgen. Ich habe das Glück, diese im Garten zu haben. Diese werden gewaschen, oben und unten eingeritzt, an der Seite aufgeschnitten und das Kernaus rausgeholt. Für den Boden 350 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, eine Packung Trockenhefe, etwas Zitronenschale, eine Messerspitze Vanille, 70 Gramm weiche Butter, 180 Gramm warme Milch. Den Teig kurz verkneten und eine Stunde abgedeckt gehen lassen. Inzwischen machen wir unsere Streusel aus 200 Gramm Mehl, 100 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Zimt und so lange kneten, bis Streusel entstehen. Ein Backblech buttern, den Hefeteig drauf verteilen, ca. 1 cm dick. Da die Zwetschgen sehr viel Wasser abgeben beim Backen, etwas mit Nüsse den Boden bestreuen und die Zwetschgen schön schuppenartig drauflegen. Nur noch die Streusel drauf und bei 180 Grad Ober-Unterhitze 35 Minuten backen. Danke fürs Zugucken, Freunde!